nochmal? Also, jetzt geht's ja los mit da di da di di da di da di da da dum. War schön, dich zu sehen. War toll, mit dir zu sprechen und du darfst doch wieder gehen. Na, wir sind ja gerade erst gekommen und bleiben ein bisschen bei der Klasse 10b, die sich seit dem letzten Herbst in Sachen Musik so richtig reinkniet. Fotoshooting für den Weihnachtsmann-Rap. Die Bilder müssen, na klar, in das Musikvideo rein, das sich die 29 Schüler alleine ausgedacht haben. Für die Materialbeschaffung sind wie immer die Vorratskammern der Mütter zuständig. Da wir ja den Clip und die Musik und so selber machen, fanden wir es auch schöner, wenn wir jetzt die Musikinstrumente auch selber machen. Und weil kein Lied ohne die richtige Melodie funktioniert, haben die 15-Jährigen mal eben eine eigene komponiert. Die klingt dann so. Also, Der Einsatz von Keksdosen ist der weihnachtlichen Optik geschuldet. Da muss man mit gewissen Abstrichen leben. Ich meine, perfekt hört sich nicht an, aber ich meine, ja, doch, kann man damit arbeiten. Lehrer und Schulleitung des Dinkelsbühler Gymnasiums haben den Boden bereitet. Herzblut und Fantasie haben die Schüler reingesteckt. Rausgekommen ist der erste Platz beim europäischen Schulmusikwettbewerb, 4.000 Euro für die Musikausstattung und ein etwas anderes Weihnachtslied. Das ist ja im Prinzip also offiziell die Geburt Christi und so. Und dass man sich da, ja, weiß nicht, selber nur beschenkt und im Prinzip an den ganzen kulturellen Hintergrund, sag ich mal, dass es eher nicht so viel Gewicht hat. Ja. Da haben wir uns dann eben überlegt, wie wir das vielleicht in ein paar gute Reime verschachteln könnten. So, jetzt hören wir noch mal rein und dann gehen wir. Versprochen. Wann kommt endlich der Weihnachtsmann und bringt die Geschenke unter meine Tanne? Es fehlt nur noch einer, naja, ist doch klar.